Als nächster hat das Wort der Kollege Norbert Kleinwächter, AfD-Fraktion. Werter Herr Präsident, Ihre Exzellenz, werte Kolleginnen und Kollegen, Kroatien will den Euro einführen. Ich bitte die Bundesregierung darum, das im Rat abzulehnen. Denn Kroatien ist nicht reif für den Euro und die Eurozone ist nicht reif für Kroatien. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber selbst die Tagesschau berichtet, dass wir wieder mitten in einer Euro-Krise sind. Finanzexperten sehen das Ende des Euros kommen. Versprochen hatte uns Helmut Kohl ja einen Euro mit unbedingter Haushaltsdisziplin, mit strikter Preisstabilität, wie es der D-Mark würdig sein sollte. Bekommen haben wir eine Schrottwährung. Die EZB macht permanente Rettungspolitik, druckt hemmungslos Geld, um Italien, Frankreich, Spanien zu retten, die sich verschulden ohne Ende. Und wen wundert's, Italien ist schon wieder pleite und weiß nicht, wie sich es finanzieren soll. Dafür hat Deutschland Tage 2 Salden in Höhe von 1,16 Billionen Euro. Ein kleiner Hinweis, das entspricht einem Fünftel des Gesamtwerts aller Wohnimmobilien in Deutschland. Und da brauchen Sie nicht lachen in der Union, meine Damen und Herren. Das bedeutet, wir haben faktisch jedes fünfte Haus an irgendeinen Schuldenstaat verliehen, zumindest vom Wert her. Kein Wunder, dass der Euro an den Börsen auf Talfahrt geht. Bezahlen müssen all das die Bürger. Mit einer mörderischen Inflation und völlig unerschwinglichen Wohneigentumspreisen. Der Euro bedeutet Armut für alle. Und mit dem Euro, werte Kolleginnen und Kollegen, haben Sie sich am Wohlstand der Deutschen versündigt. Und Sie sündigen weiter, wenn Kroatien nun in den Euroraum aufgenommen wird, denn Kroatien ist das neue Griechenland. Und zwar nicht, Ihre Exzellenz, weil es die Statistiken selbst schön, sondern weil die EU-Kommission es sich selbst schön rechnet. Die Kommission, Herr Kriechbaum, schummelt im Konvergenzbericht. Eines der wesentlichen Kriterien ist doch die langfristige Preisstabilität. Und die richtet sich nach den Verträgen anhand der besten drei, bis zu den besten drei Euro-Ländern aus. 4,7% hat man berechnet für Kroatien an Inflation über die 12-Monats-Sichtweise. Tja, dumm nur, dass Malta und Portugal um die 2% haben, Kroatien damit die Konvergenzkriterien nicht erfüllt hätte. Deswegen hat die Kommission da mal eben beschlossen, Malta und Portugal sind Outliers, die sind Ausreißer, die sind zu gut, kein Wunder, Kroatien hätte sonst nicht bestanden. Wie auch mit einer tatsächlichen Inflation, wie wir sie im Mai 2022 gesehen haben, eine Preissteigerung um 10,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Da ist nichts mit langfristiger Preisstabilität, da ist nichts mit der Erfüllung der Konvergenzkriterien, meine Damen und Herren. Genauso wenig übrigens wie bei den Staatsschulden. Die sollen ja laut Vertrag langfristig tragfähig sein, maximal 60% des BIP. Sie kennen die Grenze aus dem Vertrag von Maastricht. Die hat Kroatien seit 2011 nie wieder erreicht und wird sie auch nie wieder erreichen. Es steht bei 79,8% des BIP. Die EU sieht die Schuldenregel trotzdem als erfüllt an, interessanterweise, wegen der sogenannten Zwanzigstelregel. Das heißt, dass ein Zwanzigstel der über der Marke von 60% vom BIP liegenden Schulden jährlich abgetragen werden müssen. Und Kroatien hat das tatsächlich einmal gemacht, nämlich 2021. Dort waren ungefähr 590 Millionen Euro zurückzuzahlen. Das ging ja auch mit einer schönen Finanzspritze aus Brüssel. 2021 hat Kroatien nämlich 818 Millionen Euro aus Next Generation EU erhalten. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist die Position der EU. Vom Artikel 126, dass die Schulden erheblich und laufend zurückgehen müssten, ist natürlich keine Rede. Verheerend sind auch die anderen Werte. BIP pro Kopf weniger als die Hälfte der EU, ungefähr ein Drittel Deutschlands. Handelsbilanz negativ, Leistungsbilanz negativ. Korruption grassiert, Rechtsstaatlichkeit schlecht, Gesetzgebung schlecht. Das sagt sogar die EU in ihrem Konvergenzbericht. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe Ihnen hinreichend dargetan. Kroatien gehört nicht in einen Währungsverbund und erst recht nicht in einen Haftungsverbund mit Deutschland. Der Beitritt Kroatiens wird die Probleme des Euro noch weiter verstärken. Dann ist eine Rettung Kroatiens vorprogrammiert. Vielen Dank, Herr Kollege Kleinwächter. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Thorsten Lieb, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Botschafter, liebe kroatische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich
finde es, mir ist meine Redezeit zu schade, um auf diesen unerträglich Europa-hassenden Vortrag hier in diesem Hause einzugehen. Es ist eine Unverschämtheit, in Anwesenheit des Botschafters so zu agieren, heute noch der NATO-Aufnahme zuzustimmen von Schweden und Finnland und hier gegenzusprechen. Dieses differenzierte Bild müssen Sie mal aufklären. Aber lassen wir das. Meine Zeit ist mir dafür zu schade. Mit dem heutigen Antrag zur Zustimmung der Einführung des Euros in Kroatien setzen wir ein ganz wichtiges Zeichen in der Europäischen Union. Gemeinsam stellen wir diesen Antrag Koalition Union, und das ist ein gutes Signal und richtig so. Aber, lieber Herr Kollege Buri, Sie wissen, ich schätze Sie sehr, aber ich finde es schon fast kleingeistig und kleinteilig, in Anwesenheit des Botschafters hier in diesem Haus von diesem Pult eine tagespolitische Auseinandersetzung zu führen um die Frage, welche deutschen Vorschläge es gibt zur Fiskalunion. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Vorschläge werden kommen, und es werden gute Vorschläge kommen. Aber heute wollen wir was anderes diskutieren, beschließen, einen gemeinsamen Antrag. Und deswegen konzentrieren wir uns bitte darauf. Es ist ein wichtiges Signal. Ein wichtiges Signal für die Bürgerinnen und Bürger Kroatiens. Über 400.000 Kroatinnen und Kroaten, die Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in Deutschland sind. Alleine 16.000 in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main. Ein wichtiges Signal der Vereinfachung des Lebens. Kein Umtausch mehr. Ein positives Symbol. Und genau diese Symbole brauchen wir doch in der Europäischen Union jetzt. Kommission und EZB ist schon gesagt worden, das kann ich abkürzen, ist ja gut. Kann ich abkürzen, haben die Konvergenz festgestellt. Deswegen diskutieren wir das heute und deswegen begrüßen, unterstützen wir. Wir sind ja Mitantragsteller als FDP diesen Antrag. Klar ist aber auch das fordert der Antrag, und da richte ich mich auch noch mal nach oben, wir wünschen und erwarten, dass dieser konsequente Konsolidierungsweg auch fortgesetzt wird. Denn ich betone sehr bewusst für meine Fraktion an dieser Stelle, dass eine Konvergenz, und zwar auf Dauer, ein ganz fundamentaler und zentraler Baustein und Bestandteil einer funktionierenden Wirtschafts- und Währungsunion ist. Steht schon im Vertrag, die Mitgliedstaaten vermeiden übermäßige Defizite. So ist die Union angelegt, und dafür stehen insbesondere wir Freie Demokraten, das immer wieder deutlich zu betonen, wie zentral das ist. Herr Kollege Dr. Lieb, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kleinwächter, AfD-Fraktion. Doch, ich verlängere die Redezeit. Also, Herr Dr. Lieb, was Sie gerade gesagt haben, passt nicht zu dem ersten Teil Ihrer Rede, wo Sie im Endeffekt ein bisschen auf mich losgegangen sind. Sie haben gerade die Verträge erwähnt. Und ich finde die Verträge außerordentlich wichtig, weil gerade Artikel 126 und Artikel 140 AEUV ja sehr klar regeln, was entsprechend verlangt wird von den Beitrittskandidaten in Bezug auf die Konvergenzkriterien. Und wenn zum Beispiel ganz klar drinsteht, dass sich die erheblich und langfristig mindern müssen, die Staatsschulden, und zwar auf ein Niveau, was dem Referenzwert entspricht, das sind 60% des BIP, dann müssen Sie doch eigentlich zugeben, dass Kroatien, was im Moment 79,8% des BIP Staatsverschuldung hat, das deutlich über 80% war, wo die EU-Kommission schon in ihren relativ positiven Berechnungen sagt, dass es eigentlich nicht wesentlich unter 72% kommen wird. Ich stelle eine Frage. Und das aber wieder weiter steigen wird. Wie kommen Sie dann auf die Idee, die Erfüllung der Konvergenzkriterien hier zu postulieren, wo sie von Anfang an eben nicht erfüllt sind? Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Ich empfehle, die Verträge mal gründlich zu lesen und die Kommentierung. Dann können Sie sich die Frage selbst zu beantworten. Das, was Sie reininterpretieren in die Verträge und was Prüfungsgegenstand war, entspricht dem so nicht. Ich habe da mal 30 Seiten zu geschrieben. Ich kann Ihnen die gerne mal schicken. Das müssen wir jetzt hier nicht vertiefen an der Stelle. Na, jetzt ist gut.